Heute haben wir quasi die Echtprobe laufen lassen, gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung, also vielen Ärzten und medizinischen Fachangestellten, aber vor allem mit ganz vielen aus dem Bereich unserer Verwaltung. Es waren deutlich über 100 hier, die quasi als Testpersonen den Weg von Anfang bis Ende durchlaufen haben. Also das heißt von der Ankunft, vom Parken über die Anmeldung, die Registrierung, die Beratung im Vorgang bis zur Abmeldung quasi. Und es wurden auch entsprechende Übungsszenarien eingespielt. Das heißt, Rollstuhlfahrer kamen mit Rollator, Leute, die in Anführungsstrichen kollabiert sind, wovon wir nicht ausgehen, aber was sie natürlich geübt haben. Und ebenso waren sehr viele Personen der Hilfsorganisation von DRK, DLRG, Malteser, THW im Einsatz. Es war eine rundum gelungene Sache und sicherlich haben wir auch das eine oder andere feststellen können. Ich denke etwa an die Möglichkeit, Formulare auch noch mehr als Download bereitzustellen. Aber das sind Kleinigkeiten, die auch ziemlich schnell erledigt werden. In Real wird es nach Weihnachten losgehen, aber nicht hier am Impfzentrum. Es sind ja nur wenige Impfdosen für Deutschland momentan dann da. Nach der Zulassung am 21.12. auf europäischer Ebene kommt die Zulassung dann auch auf deutscher Ebene und dann die Auslieferung des Impfstoffes an die Bundesrepublik, dann an die Bundesländer und wir bekommen dann entsprechend nach Weihnachten etwas zugeteilt. Wir bekommen insgesamt 804 Dosen. 804 Dosen bedeutet geteilt durch zwei, dass 402 Personen nach Weihnachten in Kreis Borken verimpft werden. Allerdings nicht im Zentrum, sondern in Altenhilfeeinrichtungen. Die sind auch schon ausgewählt und ausgesucht nach ärztlicher Beratung. Und da wird es dann losgehen. Also das ist die zentralste Stelle im Kreis Borken. Wenn man natürlich von Gronau aus guckt, ist es weiter weg. Wenn man von Bocholt aus guckt, ist es weiter weg. Wenn Sie einen Zirkel nehmen, gibt es keinen Ort, der zentraler ist. Sie kommen hier sehr gut hin über die A31 und dann die drei Bundesstraßen im Norden, die B54, in der Mitte die B525, aus Süden die B67, sodass Sie hier in relativ schnell sind. Man kommt hier sehr gut mit dem Auto, aber natürlich haben wir auch entsprechende Taxibuslinien als Ergänzung dann eingerichtet, die dann aus Richtung Süden und aus Richtung Norden dann auch das Erreichen möglich machen. Als drittes gibt es dann auch die Möglichkeit, über die Hilfsorganisation einen Transport zu organisieren. Also das wird das geringste Problem sein. Wann, glauben Sie, werden Sie die wollen, alle durchgeimpft haben? Das kommt darauf an, wie viel Impfstoff zur Verfügung steht. Das liegt nicht in unserer Hand. Es hängt davon ab, welcher Impfstoff wann zugelassen wird. Wir sprechen ja jetzt über den mRNA-Impfstoff von BioNTech Pfizer. Der nächste Anfang 2021, am 6. Januar, soll der amerikanischen Unternehmung Moderna auch ein mRNA-Impfstoff zugelassen werden. Und dann hängt es letztlich davon ab, wann quasi herkömmliche Impfstoffe, die man so auch sonst kennt, es möglich machen, dann kann die Verimpfung sehr schnell gehen. Wir sind hier in der Lage, rund 1200, vielleicht sogar mehr Personen zu impfen. Man muss aber immer davon ausgehen, dass man ja zwei Impfdosen braucht. Und dann hängt es davon ab, wie viele Menschen sich impfen lassen wollen und wie viel Impfstoff da ist. Wenn ausreichend Impfstoff da ist und die anderen Voraussetzungen, das heißt die Logistik, passen, das Anmeldesystem, dann passt, dafür ist die Kassenärztliche Vereinigung zuständig, dann glaube ich, dass das sehr schnell bis im Laufe des Jahres 2021 dann auch geschehen wird.